Moin, moin, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Jo, letzte Folge waren wir in dem Häuschen hier mit dem Türmchen und ich habe mal zwischendurch den Loot im weggebracht und bin hier dann wieder zurückgekommen, weil ich wollte irgendwie dieses Häuschen mir unbedingt angucken. Ja, wie schon öfter gesagt, wahrscheinlich haben wir schon so ziemlich alle gesehen. Oder ich zumindest. Aber das kommt mir jetzt schon wieder so ein bisschen unbekannt vor. Und drum wollte ich mir das mal vornehmen. So, erstmal wieder den Rundgang außen rum. Da, kommt da. Und es ist auch schon wieder 20 Uhr gleich. Das heißt, da wird es dann wieder lustig. Diese Bäume, die regen mich irgendwie auf. Okay. Oh, hier ist sogar offen. Ach nee, jetzt weiß ich auch, was das für eine Hütte ist. Hatte ich vor kurzem sogar so eine. Oder auch gleich beim Eingang so ein. Nee, das war, glaube ich, eine andere, ne? Na. Muss ich nämlich nicht haben, dass ich da nachher irgendwie runterfalle. Meistens problematisch. Na. Nee, das ist, glaube ich, na. Andere Hütte. Das Ding ist. Doch, die Hütte kenne ich. Die ist nicht schlecht. Lass mal hier wieder den Störenfried hier draußen irgendwie mal zur Lösung bringen. Wo ist er denn? Lässt du mal hier die Tür in Ruhe? Machen die, was sie wollen, die Zombies. Upsala. Nicht, oder geht es nach draußen, glaube ich, noch? Da glaube ich auch, ne? Ja, komm her, machen wir mal auf. Yeah.
Freunde bei. Cool, da geht's auch noch in den Keller. Genau. Da geht's, glaube ich, wieder nach draußen, ne? Oh, guck. Na komm, dann haben wir den Keller erst. Oder? Trau mich nicht. Linke Bazille. Dachte ich mir, das ist der Raum. Aber ich wollte so das noch mitnehmen. Hier noch was drin? Scheinbar nicht. Hören können, dass einer drin ist. Oh, ich habe keine. Die habe ich wieder beim Austauschen, habe ich jetzt wieder die Munition. Oh, die auch nicht. Aber wir haben hier noch Magnum. Auch die haben wir noch gar nicht ausprobiert, die neue. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, das mal zu testen. Hä? Und das. So. Okay, jetzt sind wir da wieder drunter, alles klar. Gut. Das war der andere Raum. Mit der Treppe, genau. Was ein Irrgarten hier. Laden wäre auch nicht schlecht. Da haben wir wieder 10 Schuss. Ja, guck, wir haben das Ding ja noch voll. Das ist ja nicht das Thema. Und jetzt wird's düster. So, das haben wir. Das haben wir. Dann geht's hier wieder weiter. Ja, komm her. Quatsch! Ich muss mal ein bisschen aufräumen hier, wa?
So, wer haben wir denn hier? Da! Was war das? Ach, die kam von draußen, alles klar. Nee, da nicht lang. So, weiter geht's. Da wieder. Da geht's nach U. Genau. Ob wir hier nicht lang können. Wir sind gerade von da gekommen. Hier ist die andere Seite. Ey, was ist das denn? Wieso können die hier lang, hey? Okay, der Prim wollte schon sagen, ja. Der Block hier ist nicht so gesehen vorhanden, dann sind die hier drüber gesprungen, alles klar. Mal guck, dann machen wir das auch gleich. Hey. Ups. Nicht den Boden kaputt machen. So, aber erstmal hier weiter. Denk gerade, wieso ist das dunkel? Weil das Ding nicht alles. Da gewöhnt man sich ja schon so dran. Mhm. Hier waren wir. Ja, und so geht es dann auch, dann umgeht man hier die Geschichte. Oh, das wisst ihr ja mittlerweile, das habe ich auch schon tausendmal erzählt. Das wisst ihr wahrscheinlich, habt ihr auch selber schon rausgefunden. Dass es meist immer einen Weg gibt, wo man nicht großartig was zerstören muss. Vielleicht nur sowas hier. Steht da ein Toaster. Da ist was. So. Ich denke nur gerade. Oh, 6000 Metall. Schlecht. Komm, die schmeißen wir mal weg. Ach komm, machen wir erstmal weiter. Wobei. Geht's da auch mal um die Munition? Ach. Oh. Ne, habe ich hier gar nicht drin. Ich dachte, ich hatte gehofft, ich hätte hier jetzt noch ein bisschen. Davon drin, aber war nicht. Gut, dann halt nicht. So, hier waren wir klar. Was hier? Achso, ja. Genau. Weil ich da noch im Hin.
Hier waren wir aber auch schon. Was machst du denn hier für Sachen? Hallo? Hast du dir so gedacht? Okay, dann haben wir das auch. Aua, wusste es. Jetzt hier oben weiter. Ich glaube, hier wird es auch wieder lustig. Da sollen wir wieder nicht lang, sondern hier lang. Quatsch. Ist quasi hoch. Ist er da wieder mich angelockt? Wie soll es auch anders sein? Okay, das war's schon hier. Und dann sollen wir hier lang gehen, so wie es aussieht. Und da ist auch ein Geierchen. Da war ein Geier. Da bestimmt noch einer. Da. Zwei sogar. Drei. Cool, das Teil. Gefällt mir. Nun wird's rubbelig hier. Ich weiß jetzt nur nicht, wo sie herkommen. Na, guck mal da. Abend. Maulwurf. Ein Holzwurm. Kommen die hier irgendwie lang? Nee. Trennung. Ach, da kann man doch nicht drauf fahren, Mensch. Da ist er doch. Okay. Also wir sollen hier lang und da wieder rein. Alles klar. Ups. Da ist doch bestimmt auch noch was. Nee. Da war. So, na, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Absperrung. Das dazu. Ach, guck mal, da ist auch eine Tür hinter. Oh, mein Freund der Spider. Ich mag keine Spider. Crackerbook. Panzerbrechende Munition. Lerne panzerbrechende Munition zu fertigen. Versuchen wir. Oh, das ist doch gut. Essen kommen wir auch schon wieder was.
kleines Päuschen. So, zack. Ist ja nett, wenn ihr da was zu essen findet. Ja, komm her, weg damit. Die auch. So, da haben wir dieses Geschoss auch fertig. Dann können wir jetzt nach oben gehen, zum Endspurt. Ja, egal. So, irgendwas wollte ich jetzt noch. Vergessen. Oh oh. Sehr witzig. Danke. Danke, danke. Toll. Hätte ich ja nicht wissen müssen, ne? War hier schon mal. Na. So. Na gut, hat's auch nicht gebracht. Moin! Aufstehen! Was ist hier denn los? Ach, guck! Oh, an die Wand genagelt! Also wie die so manchmal fliegen, das ist schon echt cool. Hier, er hier auch hier. Bild für die Götter. Der kann ja wohl gleich weg. Nee, nicht. Ach, dämlich. Wollte ich essen. Der kann weg. Und das ist jetzt auch genau auf der anderen Seite von dem Loch. Hm? Wieder die falsche Taste. Falsche Führung. Kleine Verschnaufpause. Hä? Wo sind sie hin? Da. Gleich liegen bleiben. Wie? Hallo? Frechheit. Ah. Hm.
wenn man so hektisch ist, ne? Da ist natürlich nichts hinter. Hat da nicht etwas hinter versteckt? Nee. Irgendwo gibt es so eine Stelle, wo da irgendwie eine Tür hinter versteckt ist. Wieso ist da ja nichts drin? Okay, hier ist der Balkon. Da waren wir schon, ne? Siehst du, einmal in Runde. Und hier geht es jetzt noch eine höher. Das kann weg. Da muss man dann doch schwerere Geschütze aufziehen oder wie sagt man, benutzen. Ihr werdet ja, seid ihr wohl verrückt. Das sieht nicht gut aus. So geht die Tür nicht zu machen. Oh Gott. 21 noch. Wieso kann ich das nicht benutzen? Infiziert. Was habe ich hier? Verstauchtes Bein. Achso, kann ich nicht. Kann ich nicht machen. Und da brauche ich Vitamine für. Ist. Aber okay, wir haben es gerade so geschafft. Mein lieber Mann. Aber das ist mal der Fehler, den man macht. Man darf nicht hier zu eng stellen, da sich aufhalten, aber mal. So, das müssten aber jetzt alle gewesen sein, oder? Ne, das war schon ganz gut, dass ich so weglaufen konnte und möglichst noch eine Tür zumachen konnte. Das ist schon ganz hilfreich. Hat aber nicht ganz gereicht. Oder fast nicht. Aber ich denke mal, wir haben es geschafft. Glaubt jetzt nicht, dass hier noch was kommt. Na, das war nämlich die ganze Horde, die hier den Hidden Stash beschützt hat. Genau. Sehr schön. Ja, Mensch, wir sind auch schon wieder am Folgenende. Das war ja eine richtig heftige Geschichte hier, das Haus. Aber wir looten machen wir eben zu Ende hier. Ja, okay. Fünfer Machete haben wir schon.
Bisschen was zu essen können wir mal gebrauchen. Drei Stück sogar. Alles klar. Trinken können wir sowieso. 12 Silber, 5 Gold. Ist auch nicht schlecht. Und das war's. Ja, gut. Guck, dann haben wir es wieder geschafft. Schöne, gemütliche Nachtfolge. Hätte auch ins Auge gehen können. Aber hat ja geklappt. So weit, so gut. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das geschafft. Und mal gucken, in der nächsten Folge ein bisschen Platz haben wir jetzt ja wieder. Denke mal, dann kommen wir uns da hatten wir schon. Aber hier die kleine Hütte können wir noch mitnehmen. Und dann müssen wir mal wieder zurück zum Händler. Dann ist ja auch wieder morgen, dann ist die Nacht ja wieder überstanden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.